Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir jetzt gemeinsam hier sein können, Herr, und der Predigt von Andi zuhören dürfen, Herr. Dass wir unsere Herzen jetzt nicht verschließen, sondern dir öffnen, dass du, wenn du an unsere Tür klopfst, dass wir unsere Herzenstür dir öffnen, Herr. Und dass wir immer im Hinterkopf haben, dass wir keinen Kummer und keine Sorgen haben sollten, Herr. Dass wir immer darauf vertrauen, dass du für uns da bist, dass du für uns, für jeden Einzelnen von uns gestorben bist. Und dass wenn wir dich anbeten, Herr, dass wir uns immer gut und tapfer fühlen dürfen, Herr. Wir bitten dich jetzt für den Verlauf der Predigt. Bitte segne du Andi, segne du uns, dass wir unsere Ohren öffnen und diese Botschaft auch einnehmen. Darum bitten wir dich jetzt und wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen. Amen. Guten Morgen, liebe Kinder. Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Ich hoffe, ihr seid gut gelaunt, ne? Draußen scheint die Sonne. Das Wetter ist in den letzten Tagen wunderbar. Aber ich möchte euch eine Begebenheit aus meinem Leben erzählen, was ich selbst erlebt habe. Und ich möchte euch auch Kindern etwas fragen. Also euch selber, wie ihr überhaupt denkt. Also, wie ist es denn? Ist es denn immer so schwer oder eher ganz einfach, die Gebote von Gott zu halten? Also vielleicht nicht zu stehlen, nicht zu lügen oder den Sabbat zu halten. Ist es schwer oder leicht? Was sagt ihr? Leicht? Im Grunde genommen, wie es sich Gott gedacht hat, ist es wirklich leicht. Normalerweise ja. Jesus hat ja gesagt, meine Gebote sind nicht schwer. Ne? Der hat ja nicht gesagt, du solltest auf den höchsten Berg der Welt klettern. Und dann bin ich erst zufrieden. Ne? Das verlangt er ja von uns nicht, das schaffen wir auch nicht. Aber halt, dass wir die Gebote Gottes halten. Und ich möchte euch mal eine Erfahrung erzählen, die ich gemacht habe. Ich war früher, vor einigen Jahren hatte ich eine Arbeitsstelle gehabt, da musste ich außendienstlich, das heißt, also ich musste halt von zu Hause weg, ich hatte nicht irgendeine Firma, wo ich hingefahren bin und dann dort gearbeitet habe oder irgendein Büro oder was auch immer, sondern ich war mit meinem Firmenauto unterwegs und zwar jeden Tag. Ich bin pro Tag etwa 350 bis 500 Kilometer gefahren, also halt quer hoch bis Dortmund und sonst überall querbeet durch ganz Nordrhein-Westfalen. Und zwar musste ich damals Fahrräder reparieren. Ich denke, ihr mögt auch Fahrrad fahren, oder? Ja oder nein? Ja. Hm? Ja. Ja, ne? Das macht Spaß, ne? Vor allem, man ist auch schnell. Aber es kann auch passieren, dass die Fahrräder mal kaputt gehen. Und meine Arbeit war gewesen, zu den Leuten nach Hause zu fahren, also nicht zu einer Werkstatt, sondern zu den Leuten nach Hause und denen die kaputte Fahrräder zu reparieren, die sie bei einem Hersteller gearbeitet haben, für den ich auch gearbeitet habe. Bei einem Hersteller gekauft haben, für den ich auch gearbeitet habe. Und ich habe pro Tag so etwa 10 bis 12 verschiedene Leute kennengelernt. Das jeden Tag. Das heißt, in der Woche habe ich 50 bis 60 neue Leute kennengelernt. Und das waren ganz schön viele. Und ich hatte eine sehr interessante Begegnung mit einem Mann. Also die Leute, also die Fahrräder hatten, die auch kaputt gegangen sind, waren meistens ältere Leute. Weil die Fahrräder, die ich zu reparieren hatte, waren meistens Elektrofahrräder. Kennt ihr sowas? Ne? Die mit so einem Motor auch unterstützen, da könnt ihr auch ein bisschen schneller fahren, ne? Weil wenn man älter ist, dann hat man nicht mehr so viel Kraft. Ne? Ja. Und so kam ich auch zu einem Kunden hin, habe ihm das Fahrrad repariert, der war sehr freundlich gewesen, wir haben viel miteinander gesprochen. Und es war so gerade die Zeit gewesen, als wir hier angefangen haben, hier in diese Gemeinde zu gehen, wo wir vorher ja früher in einer anderen Gemeinde waren, wo wir einige Sachen ein bisschen anders verstanden haben. Aber wir kamen halt gerade, das war in der Zeit, wo wir zu dieser Adventgemeinde hier nach Aachen gekommen sind. Und er hat mit mir gesprochen und sagte, ja, sind wir auf das Thema Gott und die Welt gekommen. Er sprach davon, ja, dass er halt auch an Gott glaubt, dass er zur Kirche geht und dass ihm das sehr wichtig ist, dass er und seine Frau auch zur Kirche gehen. Sagte ich, oh, interessant. Sagte, ja, ich glaube auch an Gott und für mich ist das sehr wichtig. Aha, okay, und was sind Sie denn? Sag ich, ja, also früher bin ich halt baptistisch gewesen, habe solche so und so die Sachen gesehen, aber dann habe ich in der Bibel gelesen und erkannt,
dass Gott noch viele andere Sachen gesagt hat, die wir auch einhalten müssen. Und dass wir auch den Sabbat einhalten müssen, ich bin Adventist. Da hat er, Adventist? Also er war selbst kein Adventist, er war auch ein Christ gewesen, aber nicht adventistisch. Also Adventist, ja, haltet ihr den Sabbat, ne? Dann sage ich, ja, also sage ich, wir halten Sabbat. Freitagabend, wenn die Sonne runtergeht, ist dann Schluss mit Arbeiten. Ah, sagt er, ich halte auch den Sabbat. Dann sage ich, hey, wie? Wir sind doch kein Adventist. Sagt er, ich halte den Sabbat. Und jetzt kommt das Interessante. Sagt er, und zwar habe ich das selbst in der Bibel erkannt, aber nicht nur das. Und er gesagt, früher habe ich in Australien gelebt. Das ist ein sehr warmes Land, ne? Das ist ein wunderschönes Land. Er sagt, da habe ich jahrelang gelebt. Und ich hatte gearbeitet. Und ich hatte da einen Kollegen gehabt. Und er sagt, und ich hatte damals an Gott noch gar nicht geglaubt. Ich hatte einen Arbeitskollegen gehabt, der hat immer jeden Freitag, wenn die Sonne untergegangen ist, hat er seine Arbeitssachen genommen, seine Arbeitsklamotten, seine Werkzeuge, hat in die Ecke gelegt, hat gesagt, so, ich habe Feierabend, ich habe Sabbat. Da dachte ich, okay, interessant, ne? Also, und dieser Kollege, der war Adventist gewesen. Also auch so wie du, ein Adventist, ne? Der so, Mann, hab ich mich damals geärgert. Ich dachte immer, was ist das für ein dummer Mann? Der guckt doch, wie wir alle arbeiten, der sieht doch, wie seine Arbeitskollegen arbeiten und der nimmt die Sachen und schmeißt sie alle hin. Dem ist es egal, was wir denken. Der hat sich geärgert. Aber dann sagt er, aber dann später bin ich zum Glauben gekommen. An Gott. Habe ich erst mal Jesus kennengelernt. Und danach habe ich über den Sabbat gelesen. Und dann kam auf einmal für mich der Gedanke, ich habe mich zurückgeändert an diesen Arbeitskollegen, der den Sabbat gehalten hat und an Gott geglaubt hat. Und wie er das gemacht hat. Und das hat mich auch dazu gebracht, den Sabbat zu halten. Ist es nicht interessant, dass jemand, der Gottes Gebote hält, der das tut, was Gott möchte, auch wenn Menschen sich darüber ärgern, dass er dann später ein Vorbild sein kann. Nicht vielleicht sofort im ersten Sinn, aber vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren. Und so möchte ich auch euch zum Beispiel sagen, auch wenn ihr vielleicht in der Schule oder im Kindergarten, wo ihr auch seid, vielleicht auch die Ausnahme seid und ihr sagt, wie, sowas macht man nicht. Nee, wie, am Sabbat. Am Samstag kann man doch schön in die Stadt gehen und einkaufen. Am Samstag kann man doch vielleicht was anderes unternehmen. Oder vielleicht sagen, komm, ein bisschen Lügen ist nicht schlecht, sagt vielleicht jemand von der Schule. Sagst, nein, ich mache das nicht, weil ich an Gott glaube. Aber wenn dieser Schüler, eure Freunde, wenn die mal irgendwann mal vielleicht was von Gott erfahren und Gott lieben lernen, vielleicht auch durch euch oder durch jemand anderes, die werden sich an euch wieder zurückerinnern, was ihr damals gemacht habt. Weil ihr, jeder von euch Einzelne, ob ihr klein seid oder ob ihr größer seid oder ganz groß, seid Vorbilder. Und manchmal ist auch euer Vorbild, was ihr gibt, nicht sofort vom anderen anzunehmen. Aber vielleicht Jahre später wird er sich erinnern und sagen, Mann, an dich erinnere ich mich. Wird vielleicht wieder kommen und sagen, Mann, also danke, dass du damals nicht gelogen hast, dass du gesagt hast, dass es mir nicht stehlen soll. Danke das. Das hat mir geholfen, an Gott zu glauben. Amen. Amen.